Hallo meine lieben Zuschauer, da wären wir wieder total unepisch unterwegs hier bei Unepic. Oh Gott, hier den Ständer richten. Nein, nicht den in meiner Hose, sondern in den ich reinspreche. Klingt zwar auch komisch, aber ist so. Ja, wir sind hier am Rumducken. Und checken mal weiter hier die Map aus. Schauen mal, wo wir jetzt hin nach rechts wollen. Ne? Müssen wir vielleicht mal ein bisschen nach unten gucken. Haben wir beim letzten Mal hier oben so einen Zauberspruch gelernt? Haben wir einen Zauberspruch gelernt? Ja, wir können jetzt... Oh, what the fuck? Hey, da glitzert was in der Düsternis. Vielleicht ist es... Gold oder etwas Nützliches. Wahrscheinlich nichts Nützliches. What? Mach sofort das Licht an. Da ist er wieder hier. Hey, was war das denn? Er hat sich das Ding geschnappt und ist verschwunden. Ja, das Ding hat er sich geschnappt. Hahaha, diese kleinen habgierigen Mistkerle greifen sich echt alles. Ja, kennen wir uns irgendwie. Verfickte Mistkerle. Das ist also der Grund, warum ich keine Gegenstände oder Münzen finde. Vielleicht kann ich einen töten, wenn ich alles auf dem Boden liegen lasse und sie damit anlocke. Nicht unterschätzen, sie sind wirklich gerissen. Sie werden nicht kommen, wenn du zu nah dran bist. Verstehe. Fallbogen. Wenn du Dinge liegen lässt, werden Diebe sie stehlen. Du kannst gestohlene Gegenstände wiederbekommen, wenn du die Diebe erwischt. Um die Diebe zu töten, köder sie mit einem Gegenstand aus dem Inventar. Und verstecke dich, sodass du sie nicht sehen, sodass sie dich nicht sehen. Und warte. Na gut, das werden wir jetzt mal machen müssen. Wobei ich vielleicht die Fackel da nicht anmachen sollen. Okay, wer ist das hier? Hey, ich habe den Schlüssel zur Mine. Wo ist die Tür aufgegangen? Super. War das die Tür hier hin? Wahrscheinlich schon, ne? Okay. Inventar. Pfeile Bogen ausrüsten. So, und jetzt legen wir mal hier irgendeinen Scheiß ab. Oder? Ein bisschen Gedärme oder ein Auge? Oder was wollen wir machen? Ablegen. Nein, ich will nicht 5 ablegen hier. Das ist super, ey. So, was haben wir denn, was ich ablegen kann hier? Leere Fiole. Das machen wir mal. Ablegen. So. Ich weiß nicht, sehe ich den Typen? Bin ich jetzt weit genug weg? Hallo Dieb? Hallo? Stecke ich mich hier oder soll ich das Ding da ausmachen? Wegstecken. So, man sieht mich nicht mehr. Hallo? Und passierte nichts. Er hat gesagt, irgendeinen Gegenstand soll ich den schmeißen. Jetzt habe ich einen Gegenstand geschmissen und es geht nicht. Bullshit. Ja, ein Rätsel, das ich wieder nicht lösen werde. Weil ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Nein, nur die Fallbogen. Ich wollte nur die Fackel anmachen. Yay, Schlüssel, weiter geht's. Wow. What? Warum hältst du an? Hast du die großen Steine runterfallen sehen? Ja, zerquetscht werden. Gibt es denn keinen anderen Weg? Der einzige Weg, um die mir zu erreichen. War ja klar. Ja, ich bin sicher, du würdest es mir sagen. Wenn es einen anderen Weg geben würde. Okay. Zweimal aufkommen, dann sind sie... Wow! Wow! Hau bloß ab! Oh. Ah, ein Volltreffer hier, oder, Kollege? Mal ordentlich auf den Kopf bekommen, das Ding. Ja, der Typ ist weg. Rennen gibt's nicht. Ah ja, komm weiter, ja, zack, zack, ja. Und nicht lange, ah! Wow, Richtungswechsel. Hopp, schau gut aus. Nein, nicht nur mehr. Okay, die landen, ah! Schweine. Wie viele gibt es denn noch von diesen scheiß Leveln, wo die Steine runterfallen? Oh! Alter, das sind ja so krass direkte Treffer, ja. Oh Gott, ich sehe schon, das wird wieder ein Spaß hier. Also, das ist ja... Ja, warum jetzt so an? Wegen den Steinen natürlich. Inventar. Habe ich noch Lebensenergie? Ja, die habe ich hier gebraut, die Scheiße hier. Hauen wir es mal rein hier, würde ich sagen. Oh! Und natürlich gleich getroffen worden hier von dem Mist, ey. Hau ab! Ey. Hup, hup.
So. Wow. Ich bin leider leicht konzentriert. Ah. Spring weg hier, 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 weg hier. Wow. War das knapp oder war das knapp, ey? Okay. One hit. Ich darf nur einmal getroffen werden. Na, ah, wenn überhaupt. Okay. Bitte nicht noch eine. Nicht noch eine Stage. What? Ich habe sicherlich 20 plus Ausweichen bekommen. Hey, Zara, nimm dies, ich lebe noch immer. Gott schütze die Dummen und die Kinder. Warte, das sind das für Dinger, die mich da anstanden. Ich sehe aus wie fliegende Augen. Ob das Hanakons Spione sind, ich töte sie besser, bevor sie jemand alarmieren können. Ich versuche sie von dir aus mit einem Bogen zu treffen. Oh, mein fernes Ziel sagt sie wie ein Tab-Taste. Ja, super. Ich glaube, das ist L1. Aber ich sollte vielleicht den Bogen wählen. So. Cool. Scheint da gut zu funktionieren. Ich habe auch super Aim, so wie es aussieht. Bin der geborene Schütze. Jetzt fahren wahrscheinlich gleich wieder Steine runter. Passt auf. Ist einfach zu ruhig. Nee, wirklich nicht? Nice. Puh. Hey, dieses Tor sieht aus wie das, das ich in der Nähe der heiligen Gäste gesehen habe. Aber natürlich. Es kann kein sicherer Durchgang sein. Wie mir meine doch oh so weiser Mentor kürzlich mitteilte. Ah, Mentor, Grüße an Mentor EP. Gibt es keinen sicheren Durchgang zur Mine? Um das Tor zu öffnen, stelle ich davor und drücke Eingabe. Natürlich. Okay. War mir fast klar. Die Tore führen jedes Mal in diesen Durchgang. Okay. Dies muss die Mine sein, wie der Geist mir sagt. Das Frage muss oben irgendwo sein. Ich muss nur einen Weg nach oben finden. Okay, da ist ein Seil. Drücke hoch. Drücke was? Drücke hoch. Mist. Na, hoch in die Action. Was soll ich drücken? Ach, scheiße. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Na, egal. Geronimo! Der Gegner da drüben ist auf jeden Fall Hardcore. Wie ich gerade bemerkt habe. Schlange. Wow. Hopp. Boah, die hält aus, ne? Die Schlange hier. Hat mich auch Hardcore vergiftet, die blöde Kuh. So, mal schnell noch einen Trank hier reinpfeifen. So, ich frage mich gerade, ob ich einfach die ganze Zeit runterhüpfen kann. Und ich irgendwann völlig drauf gehe. Wow. Ja, und immer schön drauf auf die Schlange hier. Rarung. Das ist ein Kohlewagen. Hier so ein Basket. Komme ich da durch? Wow, mies. Schön dunkel hier. Aber jetzt finde ich es cool, dass ich Pfeil und Bogen habe. Den kann ich schön von Entfernung hier treffen. Und es war gerade ein kritischer Schaden. Yay. Okay. Ich glaube, ich bin soweit, dass ich hier wieder charaktermäßig Sachen ausrüsten kann. Okay, was haben wir denn hier? Bogen. Den benutze ich gerade. Will ich gleich mal skillen hier. Tränke, Rüstung, Magierube brauche ich nicht. Ich nehme Streitkolben. Aber bei Dolch kriege ich den wieder weg. Ah, Mist, das habe ich schon gemacht wahrscheinlich, ne? Na, egal. Da unten ist irgendjemand. Gehen wir da hin. Ich sehe nur nichts. Bisschen blöd gerade. Okay, wow. Arbeit. Inventar. Nehmen wir den Dolch, oder? Ja, ihr seid so blöd, ihr Ameisen. Haben die jetzt gerade alle Fragezeichen über dem Kopf gehabt oder so? Kann das sein? Das ist ein Haufen Ameisen, kann das sein? Ich hätte gerne so eine Bomben oder so, die ich jetzt hier einfach. Oh, warum habe ich denn jetzt. Ich wollte den Dolch haben. Damit steche ich dir ab, ey. Die Ameisen. Oh, weg hier, weg hier. Und schon bin ich weg. Weil die Ameisen können nicht nach oben gucken. Das sind blöde Viecher. Seht ihr? Fragezeichen. Wo ist der Gegner? Tja. Nach oben? Keine Ahnung. Kennen sie nicht. Die gucken nur zweidimensional. Ich meine eigentlich auf einer Ebene. Stech sie ab! Komm, stech sie ab! Oh. Ich glaube, wenn ich so eine nach der anderen so hier abkrieg, scheint es zu klappen, ne?
Wo war meine Energie? Ah, ein Herzchen, yay. Ach komm, jetzt hat die mir auch noch gebissen, die blöde Kuh. Schnell weg hier. Ah, ich glaube, ich habe keine Potions mehr. Gut, ein bisschen schwierig. Gott, sind da viele Ameisen. Schauen die ganze Zeit nach oder warum? Ich dachte, ich krieg die. Ist da so ein Ameisenbauhügel, sonst was? Da kommen echt viele. Magie wäre jetzt nicht schlecht. Weil die alle da wegzuhauen, wird echt schwierig, glaube ich. Ach komm, jetzt hat die mich wieder gebissen. Ja, okay, ich nehme jetzt drei oder auf einmal kann ich nicht. Zwei gegen gleichzeitig, aber nicht drei. So, jetzt hoffen wir. Schnell die Essenz mitnehmen. Nein, scheiß drauf. Licht anmachen, abhauen. Nein, da geht's nicht lang. Tja. Bin einfach die Arme drüber gesprungen, auch nicht schlecht. Komm und weiterlaufen, Ralf hier. Weiter hier. Wow, fuck, weg hier. Nein. Was ist das denn hier? Ah, oh, beinahe wäre ich draufgegangen. Und darüber und nicht dann noch. Und da oben ist eine Kiste. Bitte lass irgendwas Cooles drin sein, was mir helfen kann. Rote magische Essenz. Okay, toll. Was ist das hier für ein Ding? Wir sind in der Mine, ist richtig. Aber kann ich das auch abbauen? Kriege ich hier irgendwie so eine Spitzhacke oder so? Jo. Boah. So, was hab ich da? Ist gerade gar nichts rausgekommen oder was? Aus der Kiste. Im Ernst, oder? Inventar. Verdammte Axt. Oh, ich hab hier. Was hab ich denn hier? Eine kleine Axt. Schaden 45. Und hier 43. Warum benutze ich nicht die kleine Axt hier? Ah, Blödsinn. Oh nein, ich geh drauf, oder was? Schnell hier. Wo ist denn hier Antidote? Oh, okay. Schnell zurück teleportieren. Sorry, ich muss. Das Spiel wurde gespeichert. Ja, sorry Leute, da musste ich jetzt echt raus, so aus der Höhle. Ja, ja, ist okay. So, wie komme ich dann wieder runter? Durch das Tor. Sehr gut. Das heißt, ich muss einfach nur zweimal nach unten. Perfekt. Nee, ich muss nicht zweimal nach unten. Ich muss nach links. Scheiße, wo muss ich denn hin? Genau, nach links muss ich. Und dann komme ich wieder zu diesen Toren. Perfekt. Das sollte klappen. War das hier schon das Tor oder war das erst der Schlüssel? Ja, wunderbar. Und da muss ich eigentlich nur da unten rechts runter. Rüber. Da wieder hoch. Und da rein. Ha! Perfekt. Also hat sich doch gelohnt zurückzugehen, weil die Schlangen waren schon echt ein bisschen mies. Mit Anlauf und Geronimo! Geht nicht. Oh, schade. Okay. Wir stehen da drauf. Ist auch in Ordnung. Schauen wir, wo es nach oben geht. Na Jungs. Interessiert mich jetzt aber weniger. Habe eine krasse Axt hier in der Hand. Jetzt sagen die da drüben, machen wir einfach mit. Die Gegner sind manchmal ein bisschen hohl. So geil ich dieses Spiel mag. Ich meine, er ist da drüben los, ne? Wartet einfach, bis ich ihn abgeknallt habe. AI, meinen Glückwunsch. Ziemlich hohl. So, wir nehmen wieder unsere schicke Axt hier. Blilling. Und gucken, was Dr. Yoda zu sagen hat. Ja, mir überhaupt nicht vorkommt wie Yoda oder so, aber es ist einfach Yoda. Hey Yoda, what up? Scheiße, falsche Taste. Rentaro Ordun, bist du das große Orakel? Hm, Yoda. Guck mal, da unten ist er wieder. Da hat er dieses Geld geklaut. Oh, dieser schwachsinnige, ihr wisst schon, diese Diebe da, diese aus der Sandwüste von Star Wars. Ja, ich rede jetzt nicht mehr so weiter. Das geht gar nicht. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor und deine Stimme auch. Natürlich, ich kenne dich. Ja, mit einer anderen Kreatur, du mich verwechseln tust, junger Fremder. Ich bin Joghurt. Ja, schon klar, ey. Na, ah ja, Galaxie weit entfernt, seltsam diese Worte, bla bla, Orakel. Du brauchst Antworten. Ja, komm, machen wir weiter hier. Halluzination, Taverne, Burg, seltsame Geschichte, Mission, wirklich, ja, ja. Er labert nur Yoda, scheiße, war ja klar, ist auch Joghurt. So eine Hure, super. Das ist nicht episch. Ah, jetzt geht's auch noch um Neo, seht ihr das hier, und das Orakel? Super, er ist ein Schwindler. Oh Gott, ich sollte die Geschichte lesen. Wenn du dem Orakel glaubst, säuber die Regale und gib ihm 30 Münzen. Wenn du dem Orakel wenn du denkst, das Orakel lügt, kannst du die Aufgabe im Aufgabenpanel im Menü abbrechen. Scheiße, ich hätte die Aufgabe vielleicht mal lesen sollen. Okay, wo ist hier die Aufgabe? Das Orakel. Okay, super, jetzt darf ich das alles nochmal lesen. Ja, super. Okay, Moment, Joghurt war es genau, seltsame Worte. Schau, ich weiß nicht genau, wie meine Mission in diesem Burg aussieht. Ich meine, ich weiß nicht, was ich tun soll, weil wir hier die Addition, Taverne, 50 Typen, bla, ein bisschen erklärt übersprungen haben. Ah, weil wir es übersprungen haben, so wie ich gerade hier die ganze Zeit. Ich meine, das ist an dem Spiel wirklich sehr geil. Der Witz an der Sache, ja. Muss ich wirklich sagen, der Witz an diesem Spiel ist cool.
Halluzination, dein Leben ist eine Halluzination, hier ist, du denkst. Natürlich, ich habe ein Rollenspiel mit meinem Freund gespielt, als ich plötzlich in dieser Burg auftauchte. Diese Bastarde müssen irgendwas in meinen Drink getan haben. Seltsam deine Geschichte ist, deine Mission, ich kenne. Wirklich, was ist es, was muss ich tun? Schwer, das Reden ist, Staub von Regalen in mein Hals ertrocken ist. Die Regale, die du reinigen musst. Danke, was, deine Regale sei wann? Und was sehe ich denn aus, nach einer Putze? Auch noch einige Münzen, ich frage, falls Münzen du hast, deine Mission, ich werde enthüllen. Sohn einer Hure, bezahlen werdest du mir auch noch, verdammtes, gieriges Orakel. Das ist so nicht episch. Neo muss ein Scheißbird sein. Hat auch nichts mit der Hausarbeit zu tun gehabt, als es losging, sein Orakel zu sehen. Und er hat Kekse gekriegt. Er ist ein Schwindler, er versucht dich zu betrügen. Ich hoffe, du bist nicht so töricht und glaubst ihm. Ja, okay. Okay, okay, die Regale. Wie macht die Regale sauber? Ich will das machen, ist mir völlig egal. Komm, gib mir jetzt mal Geld hier, ey. Ja, ja, super. Wie soll ich denn die Regale abstauben? Wie soll denn das funktionieren? Was ist das für eine Scheißaktion hier? Okay, jetzt ein Wischmob oder was? Staubwedel, ja, nicht im Ernst, oder? Okay, lass mal Staubwedeln. Machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Wir wedeln Staub beim nächsten Mal, wenn wir sehen, wie wir Judas Hütte putzen und dafür noch 30 Gold geben. Bis dann, danke fürs Reinschauen. Hinterlasst mir bitte Kommentare, wie es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao.